Chinas Wirtschaft ist im ersten Quartal um 18% gewachsen. Alle Länder erholen sich gerade, aber die chinesische Wirtschaft ist ja letztes Jahr auch schon gewachsen. Und dieses Wachstum jetzt kommt da noch oben drauf. Trotzdem sind chinesische Aktien günstig und wir fragen uns heute, woran das liegen könnte und ob das vielleicht eine Chance ist. Herzlich willkommen. Ich mache heute was, was man als YouTuber auf gar keinen Fall machen sollte. Ich lobe den Kanal von einem Wettbewerber. Es geht um Investieren, um in der Mittelschicht zu bleiben. Von Yon Bin Zhu. Da geht es meistens um chinesische Einzelaktien bei ihm. Es ist ein kompaktes Format, immer sehr fundiert, immer sehr sympathisch. Und womit er mir aber wirklich aus der Seele gesprochen hat, das war neulich in seinem Video zu Baozun. Da hat er nämlich mal so gezeigt, wie das so läuft auf YouTube in seinem Fall. Er macht also ein Video, das wird den Zuschauern mehr oder weniger einen Tag lang empfohlen und danach gehen die Zugriffe sofort wieder massiv zurück, wie er hier zeigt. Er müsste also, sagt er, eigentlich jeden Tag ein Video machen, völlig egal über was. Nur, das geht nicht, weil er ja Zeit braucht, um zu recherchieren. Wie? Was? Recherchieren? Warum das denn? Das machen andere natürlich viel, viel schlauer. Die machen permanent Videos über die gleichen Aktien. Da müssen die auch nicht lange recherchieren, sondern da lesen die einem jedes Mal nur irgendeine Meldung vor. Xiaomi gibt bekannt, dass man jetzt Elektroautos bauen will. Baidu gibt bekannt, dass man jetzt Elektroautos bauen will. BYD gibt bekannt, dass man jetzt Elektroautos bauen will. Und jetzt noch der Chart. Da ist die Aktie gestiegen, da ist sie dann wieder gefallen. Und wenn sie bis dahin fällt, dann kann sie weiter fallen oder aber sie prallt ab und dann kann sie wieder steigen. Wir haben es also mit einer Aktie zu tun, die tatsächlich jetzt demnächst sowohl steigen als auch fallen könnte. Spannende Konstellation. Dankeschön für die Info. Lange Rede, kurzer Sinn. Egal, ob es jetzt um meinen Kanal geht oder um den von Yon Bin Zhu oder von Sebastian Hell oder von Armin Brack, abonnieren Sie die Kanäle von YouTubern Ihres Vertrauens. Ich weiß, das nervt jetzt vielleicht, aber es ist sehr wichtig. Ohne Ihre Unterstützung und ohne ein solches Statement von Ihnen, da gehen wir in der Masse unter. Bitte auch die Glocke immer drücken dann für die Benachrichtigung. Das heißt ja nicht, dass Sie für den Rest Ihres Lebens dazu verdammt sind, unsere Videos zu schauen. Aber Sie kriegen sie auf YouTube wenigstens gezeigt. Und noch wichtiger, der Algorithmus. Das Biest, das kriegt ein Signal, dass da eben jemand da ist, der sich für diese Beiträge interessiert. Also helfen Sie den YouTubern, die Sie mögen, und lassen Sie hier nicht die Dumpfbacken gewinnen. Chinas Bruttoinlandsprodukt ist gewachsen im ersten Quartal um 18,3%. Ein Rekordanstieg und eine sensationelle Erholung, obwohl nicht viel darüber berichtet worden ist, interessanterweise. Also ich habe es selten irgendwo gesehen. Es ist natürlich auch eine Folge von dem starken Einbruch letztes Jahr, das erste Quartal 2020. Da war in China ja der Höhepunkt der Corona-Krise. Aber halten wir trotzdem nochmal alles fest. Vor einem Jahr, im ersten Quartal, da ist das chinesische Wachstum um 6,8% geschrumpft. Aber am 8. April, da hat man in Wuhan die Quarantäne schon wieder gelockert. Das war also vor über einem Jahr, woran man auch sehen kann, leider in welchem Ausmaß wir hier die ganze Sache vergeigt haben. China aber hat die Epidemie schnell wieder in den Griff bekommen. Schon im zweiten Quartal war das Wachstum wieder positiv. Kann man hier auch alles nochmal sehen. Das jeweilige Quartalswachstum im Vergleich zum Vorjahr. Und im dritten und vierten Quartal ist es dann eben weiter gestiegen, sodass die chinesische Wirtschaft insgesamt letztes Jahr auch gewachsen ist, unterm Strich um 2,3%. Das einzige große Land, das 2020 im Krisenjahr überhaupt Wachstum erzielt hat. Und auf dieses Wachstum obendrauf kommt jetzt eben nochmal der starke Wachstumsschub vom ersten Quartal.
Das heißt, das hier ist was völlig anderes als in den meisten anderen Ländern, die jetzt zwar auch wieder wachsen, aber wo das Wachstum in der Regel ein reiner Basiseffekt ist, größtenteils, weil ja die Wirtschaft vorher so stark eingebrochen ist. Trotzdem sind chinesische Aktien nicht teuer. Wir haben beim Hang Seng China Enterprises Index zum Beispiel einen Durchschnitts-KGV von 14 und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,2. Ist günstiger als der DAX, der hat einen KGV von 15, einen KBV von 1,9 und er ist natürlich auch viel, viel günstiger als der Dow Jones Index, der einen KGV von 26 hat und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von über 5. Und das ist der Hang Seng China Enterprises Index die letzten 6 Monate. Da ist er gestiegen, dann ist er wieder gefallen. Es ist tatsächlich so. Er fällt wieder, obwohl China die Krise hinter sich hat und obwohl das Wachstum stark ist. Wir haben hier keinen Anstieg mehr in den letzten Monaten und auch keine neuen Rekorde, so wie wir das beim DAX haben und beim Dow haben. Das sowieso nicht, wenn man mal einen größeren Abschnitt betrachtet, hier seit 2006. Seit dieser Zeit hat China ja mit Abstand den größten Beitrag geliefert zum globalen Wachstum. Aber trotzdem, wir sind hier beim Hang Seng China Enterprises Index meilenweit entfernt noch von den alten Rekorden. Ist das eine Chance? Eins ist völlig klar, alle Länder, alle Börsen haben auch ihre Schattenseiten, auch in China, gerade in China gibt es auch ein paar davon. Das demografische Problem zum Beispiel, also durch die frühere Ein-Kind-Politik, da muss China zum Beispiel jetzt gegensteuern. Dann geopolitische Konflikte, kann man auch nicht wegreden, da ist nichts besser geworden die letzten Monate. Und die Gegensätze sind fundamental, muss man wirklich sagen, und beide Seiten sind inzwischen auch sehr gereizt. Wenn ich mal aber auf der anderen Seite Russland anschaue zum Beispiel, also vom Anfang der Ukraine-Krise bis jetzt, da kann man auch sagen, dass der russische Aktienmarkt auf neue Sanktionen heute nicht mehr so stark reagiert wie früher. Andererseits war es natürlich auch so, was jetzt Wirtschaftssanktionen betrifft, die USA haben da China viel härter angepackt in den letzten Jahren als Russland. Was man auch noch anbringen könnte, ist, dass das Wachstum jetzt sich natürlich wieder verlangsamen wird in China. Also hier nochmal diese Wachstumsraten pro Quartal, dieser starke Schub in Q1, das kann man natürlich sagen, das war gewissermaßen over the top, also ein Ausreißer, der nicht nachhaltig ist, weil er natürlich deutlich über dem Wachstumspotenzial liegt, das China mittelfristig hat. Es bestätigt sich auch, wenn man sich das Wachstum jetzt im Quartalsvergleich mal anschaut. Da war es nämlich nur noch bei 0,6%. Ist alles normal, ist alles kein Beinbruch, aber die Märkte denken natürlich von Quartal zu Quartal und rein von der Optik her kann es schon sein, dass es im zweiten Halbjahr vielleicht so aussieht, dass das chinesische Wachstum im Vergleich zu unserem Wachstum nicht mehr so gut aussieht, obwohl es tatsächlich immer noch deutlich höher ist. Der dritte und schlimmste Punkt, ich habe schon erwähnt in meinem vorvorletzten Video. Jetzt, wo das Wachstum wieder so hoch ist, da fährt Peking natürlich Konjunkturprogramme und Stimuli wieder zurück. Ist völlig vernünftig, sollte man meinen. Aber, wie schon gesagt, so wie die Anleger heute drauf sind, kann man sowas natürlich nicht machen. Allein das Wort Drosselung in den Mund zu nehmen, heutzutage im aktuellen Marktumfeld, das ist schon so ein Schlag ins Gesicht, wie man sich schlimmer gar nicht vorstellen kann. Konkret auswirken wird sich das Ganze vor allem bei staatlichen Infrastrukturinvestitionen. Damit hat China ja die Konjunktur gestützt stark. Und hier haben wir die Veränderung jeweils zum Vorjahr. Das ist von Nomura die Grafik. Ich habe es von der Seite von Bloomberg. Es hat im ersten Quartal dann nochmal einen starken Schub gegeben. Aber jetzt geht eben das Wachstum bei den chinesischen Infrastrukturinvestitionen doch wieder deutlich zurück. Was übrigens auch kein gutes Zeichen ist für diesen Rohstoff-Superzyklus, mit dem viele rechnen zurzeit. Denn für Rohstoffe ist ein ganz wichtiger Faktor nach wie vor die Nachfrage aus dem chinesischen Infrastruktursektor. Und apropos Rohstoffe, was wir in China auch wieder haben, das ist Inflation.
Vor allem bei den Produzentenpreisen. Die sind im März gestiegen um 4,4% zum Vorjahr. Was kein Wunder ist, weil die Rohstoffpreise an sich ja auch stark gestiegen sind im Jahresvergleich. Aber die Verbraucherpreise sind nur um 0,4% gestiegen. Da gab es Sonderfaktoren, zum Beispiel Schweinefleisch ist billiger geworden, weil sich in China bei der Schweinepest die Situation wieder verbessert hat. Es ist aber auch so, dass die Konsumnachfrage insgesamt noch relativ schwach war, das ganze letzte Jahr über. Die Krise hat eben auch viele chinesische Verbraucher schon getroffen. Und wenn die Produzentenpreise steigen, aber die Verbraucherpreise nicht so richtig und das noch bei einer relativ mauen Nachfrage, dann können Sie sich vorstellen, wie bei vielen Unternehmen die Margen dann so richtig unter Druck kommen. Und das ist auch passiert und das hat viele chinesische Konsumaktien auch belastet. Der chinesische Konsumsektor war ein starker Underperformer die letzten Monate. Jetzt passiert aber Folgendes. Die eigentliche Überraschung im ersten Quartal war die, dass jetzt der Konsum eben auch wieder stark steigt. Sehr stark sogar. Hier haben wir die chinesischen Einzelhandelsumsätze. Die sind in der Krise deutlich stärker eingebrochen als die Gesamtwirtschaft. Und die Erholung war auch langsamer. Also sie haben eigentlich erst im Frühherbst dann wieder das Niveau vom Vorjahr erreicht. Dafür kommt es aber eben jetzt umso dicker, auch durch Basiseffekte natürlich. Aber seit Jahresbeginn geht es stark aufwärts und im März war der Anstieg zum Vorjahr sogar bei über 34%, also deutlich stärker als erwartet. Und diese starke Konsumerholung, die trifft an der Börse jetzt auf einen Konsumsektor, der teilweise wirklich am Boden liegt. Und das finde ich gerade sehr interessant. Es gibt in China zig andere Sektoren noch, ich habe viele schon behandelt, ich werde weitere hier auch noch behandeln natürlich, aber speziell der China-Konsumsektor, wenn man mittelfristig bis langfristig denkt als Anleger, der ist dann zurzeit meiner Meinung nach schon wirklich interessant gerade und viele Aktien sind unterbewertet. Wir haben Lebensmittel, Gastronomie, Freizeit, Mode, Sport auch, also Freizeitsport mittlerweile auch ein großes Thema in China. Und solche Einzelaktien aus solchen Bereichen, die stellen wir Ihnen vor im nächsten Zukunftsmärkte-Report. Also freuen Sie sich drauf, dieser Report ist jetzt auch schon in Arbeit. Und wenn Sie die Reports noch nicht kriegen von uns, dann müssen Sie wissen, dass jeder diese Reports bekommen kann und lesen kann und dass die auch absolut gratis sind. Sie müssen sich nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de und der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Und diesmal eben mit Konsumaktien aus China. So viel zur Gemengelage. Soll man jetzt also in China investieren? Sie haben positive Dinge gehört, Sie haben auch ein paar nicht so positive Dinge gehört. Ich glaube, insgesamt ist es schon sinnvoll, wenn man auch in China investiert ist. Es ist nun mal eine der größten Volkswirtschaften der Welt, die außerdem überdurchschnittlich stark wächst und wo es inzwischen eben auch eine sehr große Auswahl gibt an Einzelaktien. Und der Gesamtmarkt, wie wir gehört haben, ist nicht teuer. Es gibt auch Faktoren, die den Markt belasten, die ihn kurzfristig auch weiter belasten könnten. Nur, und das will ich ganz ausdrücklich hier nochmal gesagt haben, das, was China gerade belastet, nämlich potenzielle Flaute nach einem ersten starken Wachstumsschub oder Rückkehr der Inflation oder Drosselung, Senkung der Stimuli und so weiter. Sehen Sie das bloß nicht als Problem, das einzig und allein China betrifft, sondern das betrifft potenziell alle Börsen, sofern die anderen Börsen jemals wieder rauskommen aus dieser Corona-Starre, in der wir ja eingelullt sind von Staatshilfen, von billigem Geld und so weiter. Wir sehen, dass China die Krise bewältigt hat. Wir sehen gleichzeitig, dass der chinesische Aktienmarkt damit aber ein Problem hat. Dieses Problem, das kann morgen ein Problem sein, das alle anderen Börsen dann eben auch haben. Nur, dass unsere westlichen Börsen teilweise deutlich höher bewertet sind und dass das Wachstumspotenzial gleichzeitig aber deutlich geringer ist.
Und ich kann mir eine Outperformance der westlichen Börsen auf Dauer eben auch nur dann vorstellen, wenn auch dann, wenn bei uns die Erholung schon da ist, dieses ganze Spiel trotzdem weitergetrieben wird. Wenn also auch dann, wenn die durch Geldpolitik und durch Neuverschuldung noch viel mehr Geld bei uns ins System gepumpt wird, als eigentlich gut wäre und richtig wäre. Die Märkte erwarten das natürlich, die gehen davon längst aus, nur da muss ich sagen, da bin ich dann lieber zumindest zum Teil auch in solchen Ländern investiert, die das Ganze halbwegs solide und vernünftig betreiben. Auch wenn es den Märkten erstmal nicht so gefällt und nicht so passt. Es bleibt also spannend und wir sehen uns nächste Woche ja vielleicht schon wieder, was umso wahrscheinlicher wird, falls Sie meinen Kanal schon abonniert haben. Ansonsten darf ich mich aus Ihrem Leben hiermit schon mal verabschieden und ich werde wieder entschwinden in die unendlichen Weiten von YouTube. Es hat mich aber trotzdem gefreut. Alles Gute Ihnen und Dankeschön fürs Zuschauen.